Hallo und herzlich willkommen zu den Neuigkeiten für Gera und Umgebung. Ich bin Sophie und das sind unsere Top-Themen. Neuer Bürgermeister für Gera vom Stadtrat gewählt und Verabschiedung des OTZ-Chefredakteurs Ulrich Erzigkeit. Kurt Dallenberg ist neuer Bürgermeister von Gera. Das beschloss der Stadtrat mit der Wahl zum 30. Januar 2014. Auf die Stelle des ersten hauptamtlichen Beigeordneten bewarben sich 23 Männer und 5 Frauen. Nach 2 Wahldurchläufen stand das Ergebnis dann fest. Stimmen erreicht haben Herr Kurt Dallenberg 27 und Herr Wolfram Nödlich 16. Damit stelle ich fest, dass Herr Kurt Dallenberg gewählt ist. Der neue Bürgermeister Kurt Dallenberg ist diplomierter Maschinenbauer und war von 2009 bis Mitte 2011 Kommandeur des Panzerpionierbataillons 701 in Gera. Als Bundeswehroffizier sammelte er Führungs- und Auslandserfahrung. In dieser Zeit engagierte er sich unter anderem auch als Brückenbauer zwischen der Bundeswehr und der Zivilgesellschaft. Nach einem Abschluss am Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik arbeitete er im Bundesverteidigungsministerium in Berlin. Er war und ist seiner Wahlheimat immer treu geblieben und engagiert sich unter anderem im Schwimmsportverein Gera. Nach 24 Jahren verabschiedet sich Ulrich Erzigkeit als Chefredakteur der OTZ. Am 30. Januar sagten rund 150 Gäste sowie Wegbegleiter in den Räumlichkeiten der neuen OTZ-Redaktion in der Gera Bahnhofstraße Dankeschön für sein langjähriges Engagement. Unter den Gästen der Veranstaltung waren unter anderem die Ministerpräsidentin Thüringens, Christine Lieberknecht, Sozialministerin Heike Taubert sowie Thomas Ziegler, Geschäftsführer der Funke Mediengruppe. Nachfolger des dienstältesten Chefredakteurs im Freistaat ist Jörg Riebartsch. Ulrich Erzigkeit wird mit einem eigenen Büro in der Bahnhofstraße noch ein Jahr als Berater der Zeitung tätig sein. In dieser Zeit will er unter anderem seine persönliche Geschichte aufschreiben. Heike Taubert äußerte sich am Rande der Abschiedsfeier hoffnungsvoll optimistisch, noch den einen oder anderen Text von Herrn Erzigkeit lesen zu können. Jetzt kurz und kompakt die wichtigsten Neuigkeiten für Sie. In diesem Jahr gilt erstmals auch in den Winterferien der Ferienfahrplan für den öffentlichen Nahverkehr in Gera. Die Linie 3 fährt im 7,5-Minuten-Takt und die Linie 13 und 235 pausieren. Künftig wird auch in den eine Woche dauernden Ferien das Verkehrsangebot der geringen Nachfrage angepasst. Darüber informiert der Gera Verkehrsbetrieb. Die Winterferien beginnen am Montag, den 17. Februar und dauern bis Freitag, den 21. Februar. Der Naturschutzbund empfiehlt, umweltschonende Streumittel wie Granulat, Split oder Kies zu nutzen und auf Streusalz ganz zu verzichten. Das Auftausalz führe demnach nachweislich zur Versalzung des Bach- und des Grundwassers und sei ein direkter Eingriff in das umliegende Ökosystem. Der Winterdienst hat bereits auf alternative Streumittel gewechselt. Empfohlen werden die vom Umweltbundesamt getesteten und mit dem blauen Engel, weil salzfrei, ausgezeichneten Produkte. Thüringen ist weiterhin bestrebt, die Energiewende anzutreiben. So wird in diesem Jahr das Strohheizwerk der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft in Jena saniert und erneuert. Der Minister für Bau, Landesentwicklung und Verkehr, Christian Karius, legte am Dienstag, dem 28. Januar, einen Bericht über Biomassenheizung im Kabinett vor. Darin wird der Anteil nachhaltiger Energieträger im Heizungsbereich auf mehr als 15,5% verdoppelt. 24 Landesgebäude wurden überprüft, für 9 davon wurde ein neuer Standort mit gewährleisteter Wärmeversorgung über Bioenergie gewählt. Kommen wir nun zum Wochenrückblick. Was war los in Gera? Das Bauvorhaben Vitalresidenz Villa Voss ist fertiggestellt. Was lange währt, wird gut. Endlich sind die Baugerüste an Geras traditionsreicher Villa Voss verschwunden, die sich nun in alter Schönheit präsentiert. Sie ist die erste Villa in Gera mit den klassischen Merkmalen der Villenarchitektur. Wir haben jetzt im letzten Jahr die Villa aufwendig restauriert und saniert und befindet sich jetzt in der Endphase der Ausbauarbeiten. Sie wurde 1873 vom Architekt Ferdinand Luttmer für den Baumeister Voss gebaut und galt als Maßstab für alle weiteren Villenbauten des wohlhabenden Bürgertums in Gera. Die Räume sind um eine zentrale Halle mit großer repräsentativer Treppe herum angeordnet. Neben dem historischen Gebäude entstand ein moderner Anbau im Bauhausstil mit Wohnungen, Eigentumswohnungen und Mietwohnungen, eine sehr hochwertige Ausstattung und Gebäude
zur Theaterseite hin befindet sich ab Mai ein italienisches Restaurant mit schönen großen Außenterrassen direkt zur Theaterseite. Interessierte können sich zu einem Tag der offenen Tür am 15. Februar umfassend informieren. Am 29. Januar fand das traditionelle Neujahrsfrühstück der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Gera statt. Im Gemeindehaus in der Talstraße 30 stellte Matthias Hock wichtige Vorhaben für das Jahr 2014 vor. Für die Kirchgemeinde wird es ein Jahr mit vielen Herausforderungen. Der Zustand der Orgeln muss überprüft werden und das Gebäude in der Talstraße soll renoviert werden. Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht besuchte am 14. Januar die Thüringer Landesmedienanstalt, um sich über deren Arbeit und insbesondere die Erfahrungen bei der Medienbildung zu informieren. Im Austausch mit dem Direktor der Landesmedienanstalt Jochen Fasko und dem Vorsitzenden der TLM-Versammlung sowie Versammlungsmitgliedern standen aktuelle medienpolitische Themen im Mittelpunkt. Die Rammstein-Coverband Völkerball verwandelte das Cook in einen musikalischen Hexenkessel. Mit Feuershow und allem, was dazugehört, kamen Rammstein-Fans im ausverkauften Kultur- und Kongresszentrum auf ihre Kosten. Rund 1100 Gäste erlebten am 2. Februar in Gera eine Show, die sie so schnell wahrscheinlich nicht wieder vergessen werden. Mit einer aufwendig gestalteten Bühnenshow und unzähligen Feuer- sowie Pyrotechnik-Effekten heizte die Band dem Publikum mit typischer Rammstein-Manier ein. Die originalgetreue Musik und der Frontmann René Anlauf, der seinem Spiegelbild Till Lindemann nicht nur stimmlich sehr gleicht, machten die Illusion des Originals fast perfekt. Die Zuschauer waren begeistert. Der Begleitausschuss des lokalen Aktionsplanes hat am 30. Januar getagt. In einem Interessenbekundungsverfahren wurde darüber diskutiert und entschieden, welche Projekte im Jahr 2014 mit den gegebenen Fördersummen realisiert werden können. Auf Anfrage der News-Redaktion bestätigte Heike Födisch, zuständig für internationale Jugendarbeit und Jugendbildung, dass vor allem Projekte mit Radio Lotte, dem Stadtjugendring sowie der Streetwork Gera e.V. geplant sind. Was Sie in den nächsten Tagen im Veranstaltungskalender erwartet, hält nun Annalena für Sie bereit. Herzlich willkommen zu den Veranstaltungstipps. Ob Entspannungs- oder Computerkurse, Tanzen, Malerei oder Stricken. Die Volkshochschule Gera bietet ein breites Angebot für alle, die etwas dazulernen wollen. Zum Ausprobieren bietet der Gesundheitsbereich einen Entspannungs- sowie einen Fitnesstag an. Zudem gibt es Schnupperstunden in Yoga und Muskelentspannung. Für weitere Informationen und Anfragen zu Kursen schicken Sie eine E-Mail an service@volkshochschule-gera.de oder Sie melden sich telefonisch unter der Nummer 0365 5525 930. Nur noch zwei Vorstellungen bleiben für das Stück Schwarzer Schwan des Staatsballett in der aktuellen Spielzeit. Am Freitag, den 14. Februar 19.30 Uhr und am darauffolgenden Sonntag um 14.30 Uhr ist das Stück von Silvana Schröder im Landestheater Altenburg zu sehen. Diese neu interpretierte romantische Liebesgeschichte spielt mit Erwartungshaltungen und Klischees, hinterfragt Sein und Schein und öffnet neue Perspektiven auf ein klassisches Handlungstoilett. Karten gibt es an der Theaterkasse eine Stunde vor Vorstellungsbeginn oder Sie reservieren telefonisch unter 03447 585177. Ostdeutschlands Rockband Nummer 1 ist immer wieder für Überraschungen gut. Mit ihrer ersten Akustik-CD starten die Pudis 2014 eine Tour durch die alten und neuen Bundesländer. Am Donnerstag, den 13.02., werden sie im Kultur- und Kongresszentrum Gera ihre Musik zum Besten geben. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, wie zum Beispiel den Gera Tourismus e.V. oder an allen Stellen der Zeitungsgruppe Thüringen. Im offenen Kanal Gera haben Sie die Möglichkeit, am Workshop Filmlook Experimental Montage teilzunehmen. Dieser findet am 14. und 15. Februar statt. Der Workshop zeigt, wie man am Schnittcomputer Änderungen und weitere Verfeinerungen vornehmen kann. Weiter wird vermittelt, wie man stimmige Bilder, Einstellungen und Sequenzen miteinander kombiniert. Anmelden können Sie sich wie immer telefonisch unter 0365 20 10 20 oder per E-Mail an info@tlm-okgera.de.
Am 14. Februar findet eine Podiumdiskussion mit gleichzeitiger Vorstellung des Vereins Wir für das KUK Gera e.V. im Kultur- und Kongresszentrum Gera statt. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Beseitigung von Gerüchten und die Aufklärung der Bürger mit anschließender Möglichkeit zur offenen Diskussion sind geplant. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Das war's von mir und den Veranstaltungstipps. Und damit gebe ich wieder zurück an Sophie. Danke, Annalena. Die Wetterprognosen hat nun Florian für Sie. Bei etwas ansteigenden Temperaturen ist es verbreitet regnerisch und windig und damit herzlich willkommen zum Wetter. Werfen wir gleich einen Blick auf den Donnerstag, da lockert die Wolkendecke zunächst zeitweise auf. In der zweiten Tageshälfte ist es verbreitet bedeckt und stellenweise gibt es bei 5 bis 8 Grad leichten Regen. Dabei weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind. In der Nacht zum Freitag ist es bedeckt und verbreitet gibt es bei 3 bis 0 Grad leichten Regen und der Wind weht mäßig aus Südwest. Auf Freitag zeigt sich der Himmel bedeckt und zeitweise fällt Regen. In der zweiten Tageshälfte lassen die Niederschläge nach, es muss aber weiterhin mit Schauern gerechnet werden. Bei mäßigen und stark böigen Südwestwind werden Maxima von 6 bis 9 Grad erreicht. Am Wochenende nimmt der Regen von Westen her wieder zu und es bleibt windig. Die Höchstwerte erreichen Werte zwischen 2 und 10 Grad. In den Nächten zwischen Freitag und Montag kann es gebietsweise bei bewölktem Himmel zu Regenfällen kommen. Dabei sinken die Temperaturen auf 6 bis 0 Grad und örtlich kann es leichten Frost geben. Und in der neuen Woche bleibt uns das windige und regnerische Schauerwetter erhalten und die Temperaturen bewegen sich meist zwischen 2 und 10 Grad. Damit zurück zu Sophie und Ihnen noch eine schöne Woche. Danke, Florian. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund!